Die bosnische Stadt Bijeljina, zu deren Befreier sich Arkan ernannte. Dort wurde er von führenden serbischen Politikern in Anerkennung der Leistungen seiner Tiger umarmt. Kroaten und Moslems sagen, die Tiger hätten dort mindestens 500 Menschen umgebracht. Ein Fotograf erwischte seine Leute bei einer typischen Mordtat. Die haben eben diesen Mann erschossen und eine Frau versucht zu helfen. Der Fotograf schildert uns das Ereignis. Er selber ist zu verängstigt, um vor der Kamera zu sprechen. Der Mann liegt im Sterben. Die Frau hält seine Hand. Während der Fotograf zusieht, erschießen Arkans Leute die beiden. Und dann noch eine andere Frau, die versucht zu helfen. Da waren keine Heckenschützen, nichts. Dies war eine Gräueltat von Arkans Leuten. Dann wird der Frau gegen den Kopf getreten. Die Opfer sind unbewaffnete Zivilisten. Sie haben keinen Widerstand geleistet. Zeigt keine Gnade, sagt Arkan in diesem Werbefilm, den er hat machen lassen. Er plant hier die Säuberung eines Dorfes von Nichtserben. Aber passt auf, sagt er seiner Truppe. Da sind einige serbische Landsleute, die sich in Kellern verstecken. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Hier geht es nicht um die übliche Säuberung. In diesem Dorf leben auch Serben. Wir müssen aufpassen und genau hinsehen. Dieses Video, das Arkan frei verbreiten darf, belegt, dass er von der serbischen Regierung ermutigt, wenn nicht sogar angespornt wird. Ich habe keinen Bruder mehr. Ich habe niemanden mehr. Ich habe nichts. Nichts. In diesen Hügeln, wo der Mann früher seinen Hof hatte, stehen sich heute die bosnische Armee und serbische Verbände gegenüber. Die Front verläuft mitten durchs Tal. Es wird buchstäblich um jeden Quadratzentimeter gekämpft. Unten im Tal liegt das Dorf Jezervo im Kreuzfeuer. Früher lebten hier drei Gemeinden, Serben, Kroaten und Muslime, friedlich Seite an Seite. Bis die Chetniks kamen. Da haben sie 22 Moslems nebeneinander gestellt und ohne viel Federlesen zerschossen. Arkans Einfluss auf die Art, wie der Krieg geführt wird, darf nicht unterschätzt werden. In seinem Trainingslager werden außer den Tigern viele andere Spezialeinheiten dazu gedrillt, keine Gnade zu zeigen. Zurück zu Arkans Hauptquartier in Belgrad. Wir fragen nach seiner Wandlung vom Bankräuber, der auch wegen versuchten Mordes in mehreren europäischen Ländern gesucht wird, zum Chetnik-Führer. Meine Vergangenheit hat nichts mit dem Kampf meines Volkes um seine Freiheit zu tun. Aber es ist doch eine merkwürdige Voraussetzung für einen Freiheitskämpfer, in Raubüberfälle verwickelt zu sein. A very long record of being involved in armed robberies and that sort of thing. Ich sehe schon, Sie haben sich auf die Raubüberfälle eingeschossen. Aber Sie sind doch wegen Raubüberfällen angeklagt, oder? Sie sind zu insgesamt 25 Jahren verurteilt worden und haben nur ein Jahr verbüßt, weil Sie, wie Sie selbst sagen, ein sehr guter Ausbrecher sind. Das ist Vergangenheit, das habe ich vergessen. Aber viele andere haben nicht vergessen. Und die Gegenwart kann Arkan nicht so leicht wegwischen. Seltsamerweise scheint er gerade auf das, wofür er am meisten kritisiert wird, wie seine Rolle in Vukovar, am meisten stolz zu sein. Natürlich bin ich stolz darauf, denn wir sind die ersten Einheiten gewesen, die den Feind vernichtet haben. Natürlich bin ich deswegen stolz auf meine Soldaten und auf mich. Die Art, wie Sie das getan haben, hat ziemlich heftige Kritik hervorgerufen. Es wird Ihnen unterstellt, auf brutalste Art vorgegangen zu sein. Und es gibt über 14.000 Aussagen von Leuten aus Vukovar, in denen Ihr Name und die Namen Ihrer Leute wieder und wieder auftauchen im Zusammenhang mit Gräueltaten. Was meinen Sie mit Gräueltaten? Wir haben alle Gefangenen dem Bundesheer überstellt. Verstehen Sie?
Was meinen Sie mit Brutalität? Was soll das heißen? Nun, wir haben zum Beispiel mit einem Mann gesprochen, der sagt, er sei aus einem Gebiet geflüchtet, in das Sie und Ihre Leute vorstießen. Und er sah zu, wie einer älteren Frau, die angeblich Kroaten Essen gegeben haben soll, die Augen ausgestochen wurden und die Kehle durchgeschnitten. Das ist nicht wahr. Ich sage Ihnen, das ist eine Lüge, eine schreckliche Lüge. Woher stammen dann diese Geschichten? Warum gibt es so viele davon? Die Geschichten stammen von den Kroaten, weil sie uns fürchten, weil wir die Besten sind, verstehen Sie? Die Kroaten sagen, sie fürchten sie, weil sie der schlimmste Kriegsverbrecher sind. Nein, nein, wir sind nicht die Schlimmsten, wir sind die Besten, verstehen Sie? Das ist ein kleiner Unterschied. Was ist dann mit den ärztlichen Berichten, die beweisen, dass Sie und Ihre Leute sich nicht an die Kriegsregeln halten? Warum immer wieder die Hinweise auf Folter, Verstümmelungen, Axthiebe? Nein, nein, wir haben eine Menge Leute umgebracht, das stimmt. Aber im Kampf. In einem fairen Kampf. Die über 14.000 Zeugenaussagen unter Eid beweisen genau das Gegenteil. Ich bin der neue Kommandant, schreit Akan bei der Einnahme eines weiteren Dorfes. Natürlich hat er recht, wenn er sagt, dass die Kroaten und Bosnier ihn hassen, weil er sie besiegt hat. Entscheidend dafür ist aber, wie er sie besiegt hat, die Brutalität, die er dabei angewandt hat. Diese Fotos dokumentieren ein Verbrechen ihrer Leute. Diese Frau hat sich um einen Verwundeten gekümmert. Der Fotograf sagt, er habe die Fotos mit ihrem Einverständnis aufgenommen. Natürlich. Ich gebe allen Fotografen mein Einverständnis, Fotos zu machen. Da beugt sie sich nach vorn. Im nächsten Augenblick ist sie tot. Und das ist einer ihrer Leute. Er hat sie erschossen und die andere Frau. Da ist einer ihrer Leute, wie er sie gegen den Kopf tritt. Das sind unbewaffnete Zivilisten und das sind Sie. Nein, nein, ich kläre Sie mal auf. Zuerst einmal sehen Sie, das Foto zeigt ganz klar, der Fotograf, der dieses Foto machte, ist ein Freund von mir, verstehen Sie? Ich ließ Ihnen diese Fotos der ganzen Welt zeigen. Diese Frau wurde von einem muslimischen Heckenschützen erschossen. Das zeigt das Foto. Natürlich hat sie geholfen, denn der Mann am Boden ist Serbe. Das ist mein Volk. Es säubert das Gebiet von fanatischen Moslems. Und dieses Foto, der Mann, der dazu kam, er hat sie angestoßen, um zu sehen, ob sie noch am Leben ist. Was, mit dem Fuß? Na, mit dem Fuß, natürlich, Sie sehen doch. Er hat sein Gewehr in der Hand. Meine Soldaten müssen aufpassen. Es sind immer noch muslimische Heckenschützen da und der Kampf dauert noch an. Wir haben auch gehört, dass ein anderer Mann von Ihren Leuten in den Rücken geschossen wurde. Das ist nicht wahr. Und dass jemand in ein Gebäude gebracht und aus einem Fenster im zweiten Stock geworfen wurde. Das ist eine Lüge, eine reine Lüge. Akan ist es, der lügt. Der Fotograf besteht darauf, dass Akans Leute die Schüsse abgegeben haben und sagt, es sei ungeheuerlich, den Tritt gegen den Kopf als einen Gnadenakt hinzustellen. Und wir finden noch einen anderen Zeugen, der sagt, dass Akan lügt. Er kennt die Opfer und keiner von ihnen war Serbe, wie Akan behauptet. Das ist Rajev und das ist seine Frau Tifa. Sie hatten sich in einem Keller versteckt und wurden von Akans Leuten herausgeschleift. Als es geschah, stand ich hinter einer Barrikade. Ich hörte die Schießerei, aber ich sah sie nicht. Ich wusste, dass da keine Heckenschützen waren. Diese Menschen waren meine Freunde. Arkan ist ein Kriegsverbrecher. Trotz aller Beweise spürt Arkan keine Reue. Ich bin stolz, ein Kriegsverbrecher zu sein. Wenn die Kroaten mich so nennen, von mir aus. Es ist mir wichtig, was meine Leute von mir halten. Aber es ist mir scheißegal, wie die faschistischen Kroaten mich nennen, verstehen Sie? Sie können mich schrecklich nennen, das ist mir scheißegal. You understand? Akan ist es scheißegal. Vielleicht wird er eines Tages gezwungen, es anders zu sehen. Vielleicht wird Akan einer der ersten sein, der vor einem internationalen Kriegsverbrechertribunal der UNO angeklagt wird. Beweise, das haben wir gesehen, liegen genügend vor.